Thank you.
Zum Livestream-Konzert in der Berliner Kabarettanstalt BKA in der Konzertreihe Unerhörte Musik, der wir sehr danken für die Möglichkeit zum Auftritt heute Abend. Wir sind das Modern Art Ensemble, Theodor Flindell an der Violine, Yoriko Ikea am Klavier, Tomoko Akasaka an der Viola, Matthias de Oliveira Pinto am Violoncello, Unolf Wentig an der Klarinette und ich heiße Klaus Schöpp und spiele Flöte. Das Konzert heute Abend steht unter dem Motto Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und damit meinen wir nicht nur die quälende Zeit des Lockdowns, in der so viele Veranstaltungen, gerade auch der neuen Musik und der freien Szene, gecancelt wurden, sondern wir meinen auch einen inneren Zusammenhang der Stücke, die sich oft mit dem Thema Erinnerung und Vergegenwärtigung beschäftigen. Sie haben zum Anfang von Johannes Boris Borowski das Stück Disparu gehört. Der Titel bezieht sich auf den Roman von Marcel Proust, also auf der Suche nach der verlorenen Zeit, und gibt somit das Motto des heutigen Abends. Disparu ist das zweite Wort aus dem sechsten Band, Albertine Disparu. Und Johannes Boris Borowski schreibt dazu, dass er an Albertine denkt, die verschwindet und die stirbt, aber auch an eine Frau, die in dem Sommer, in dem er das Stück geschrieben hat, im Rhein ertrunken ist. Und das Ertrinken, Versinken, vom Strudel mitgezogen werden, scheint mir in dieser Komposition klanglich durchaus deutlich gemacht worden zu sein.
Und es steht vielleicht in einem Zusammenhang mit dem berühmten Stück von Gérard Criset, das sich in genau der gleichen Weise mit dem Strudel der Zeit beschäftigt und das auch für die gleiche Besetzung geschrieben wurde, Vortex Temporum. Als zweites hören Sie von Gabriel Irani Quartett. Gabriel Irani ist einer unserer beiden Jubilare. Er wird am kommenden Sonntag wird er 75. Herzlichen Glückwunsch, Gabriel. Sein Quartett aus dem Jahr 2009 besteht aus 4 Sätzen und es bezieht sich nicht direkt auf eine außermusikalische Assoziation, sondern es will vielmehr innermusikalische Zusammenhänge entwickeln aus Klanggesten, aus Rhythmen, aus Geräuschen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Thank you.
Sie hören den Livestream eines Konzertes in der Berliner Kabarettanstalt PKA. Es spielt das Modern Art Ensemble. Eben spielten wir Gabriel Iranis Quartett. Es folgt von Sidney Corbett Gesänge der Unruhe. Sidney Corbett ist der zweite Jubilar des heutigen Abends, nur er war es eigentlich vergangenes Jahr. Er wurde vergangenes Jahr 60 Jahre alt und wir hätten gerne mit ihm gefeiert. Das war leider unmöglich. Auf diesem Weg die besten Grüße an dich, lieber Sid. Das Stück Gesänge der Unruhe hat er uns 2003 geschrieben. Es bezieht sich im Titel auf das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa. In Fernando Pessoas Buch der Unruhe schreibt der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares seine Gedanken aphoristisch auf. Er sucht
nach seiner Individualität. Er kann seinem eigenen Ich nie entrinnen und sich seiner Welt nur sehr begrenzt öffnen. Seinen Trost findet er am ehesten in der Natur. Gesänge der Unruhe ist in seiner musikalischen Gestalt und in seinem musikalischen Inhalt verwandt der Oper von Sidney Corbett nach Pessoa. Sie heißt Keine Stille außer der des Windes. In dieser Oper und in diesem Sextett findet Corbett einmal mehr zu seinem eigenen unverwechselbaren Stil. Ein Stil, der sich auszeichnet durch eine fragmentarische Melodik, durch eine zarte und gebrochene Tongebung, durch unabhängige rhythmische Verläufe. Trotzdem findet er in diesem viersätzigen Werk zu einem großen Bogen. Und es spannt sich von beinahe atmosphärisch feinen Klängen des Beginns bis hin zu erdigen, sonoren Tönen des vierten Satzes. Es folgt ein glockenartiges Nachspiel, das mit einer einzigen Geste verschwindet.
Thank you.
Sie hörten von Sidney Corbett Gesänge der Unruhe. Als nächstes spielen wir Pièce pour six instruments von Elisabeth Angot. Elisabeth Angot hat dieses Stück 2019 zum 30-jährigen Jubiläum der Konzertreihe Unerhörte Musik komponiert. Und wir spielen es jetzt hier zum zweiten Mal. Auch dieses Stück ist ein Stück, das sich mit innermusikalischen Fragen beschäftigt. Sie schreibt dazu, dass Impuls, Nachklang und Wiederholung die Konzeption dieses Stückes gegeben haben. Thank you.
Sie hörten von Elisabeth Angot Pièce pour six instruments. Es spielt das Modern Art Ensemble mit Theodor Flindell an der Violine, Yoriko Ikea am Klavier, Tomoko Akasaka an der Viola, Matthias G. Oliveira Pinto am Violoncello, Unolf Wentig an der Klarinette und ich heiße Klaus Schöpp und spiele Flöte. Wir kommen jetzt zum letzten Stück des Abends. Auch dieses Stück bezieht sich auf das 30-jährige Jubiläumskonzert der Unerhörte Musik im Februar 2019. Damals hatten wir im Festprogramm ebenfalls das Haiku von 1994 von Conrado del Rosario. Es heißt Pine Whispers. Er hat dann unangekündigt uns weitere 4 Haikus geschrieben im vergangenen Jahr, in 2020. Und die werden wir jetzt uraufführen. Haiku ist eine japanische Gedichtsform aus 3 Zeilen, also jedes Gedicht besteht aus 3 Zeilen. Und ja, Haiku-Vertonungen haben im BKA eine gute Tradition. Ich führe kurz durch die 5 Haikus. Das erste Stück heißt also Pine Whispers, ist von 1994 und basiert nicht auf einem bestimmten Haiku, sondern auf der Klangtextur von Kiefernadeln, wie Conrado del Rosario schreibt. Das zweite Haiku hat folgenden Inhalt: Auf dem ruhigen Wasser des Geistes verweilt helles Mondlicht. Sogar die Wellen, die sich an ihm brechen, werden in Licht verwandelt. Der dritte Satz basiert nicht auf einem Gedicht, sondern benutzt die Struktur des Haikus, um sie zur reinen Musik werden zu lassen, und zwar die Silbenzahl des japanischen Haikus gibt dem Stück die Form. Sie ist 5-7-5 und so heißt auch dieser Satz. Der vierte Satz ist nach dem Haiku: Die verblassenden Klänge der Tempelglocke verwandeln sich nach und nach in Blütenduft, früher Abend komponiert. Und der letzte Satz schließlich heißt: Zum Mond geworfen, ins Gras geschleudert, die Hände des Tänzers. Wir danken Ihnen für Ihr Zuhören und wünschen noch einen anregenden Aufenthalt mit Conrados Haikus.
Thank you.
Thank you.